So, alles ist an, hoffe ich. Ja, scheint so. Hallihallo, wie geht's? Und so, Skullhead. Und wir haben neue Upgrades und alles ist kodiert. Nö, also, nö. Erstmal bessere Knarre. So, im letzten Teil hatten wir Massensuizid und heute hoffen wir, das mal nicht so hinzukriegen. Gut, wo führt uns unsere Mission hin? Erstmal Turm. Es hat immer noch diese eine. Ich weiß noch, das letzte Mal auf dem Turm gab es ein geiles Video. Ich hatte es verpasst, weil ich war, während dem das Video lief, irgendwie weg. Und bin erst wieder gekommen, nachdem es fast vorbei war, als sie. Klärt mich doch mal auf, was war denn da drin jetzt so? Wir fliegen und fliegen und fliegen. Ach, heute wieder ein ruhiger, schöner Tag. Jo. Ich sollte mir echt mal Themen aufschreiben, über die ich sprechen soll. Also, letzte Aufnahme hatten wir den Torlord, Massensuizid und Kai. Das Schlimmste war Kai. Und diese Folge, was machen wir jetzt? Wir fliegen erstmal zum Turm und gucken, dass wir beim Krypteich den Scheiß, die Engramme mal zu Waffen umspecken können. Beziehungsweise auch Rüstung. So. Die Neuen finden einen Weg. Aha, sehr interessant. Es ist immer wieder schön mit dem Was zu reden. haben wir Wahrscheinlich denn habe ich am hier? Ende dieses Spiels mit dem Faszinierend, Level hätte ich nicht 30 oder erwartet. so von 10, weil ich tue so viel Mist Sei in vorsichtig. Grammen. Wieder einer, dem brennt ein bisschen der Kopf. Alter, es gibt so geile Rüstung. Da ein Warlock. Aus dem nordamerikanischen Reich kurz vor der Was ist das? Erkennt man, was man Die. hat. Was ist das? Wie geil. Ich steh drauf, ey. Oh, oh. Er hat sich geopfert, um den Ball zu retten. Gut, wie mache ich. Oh. Wir versuchen alles, um diesen Ball jetzt zu retten. Naja, und wir scheitern kläglich. Schießen mir an den Kopf. Nein! Das einfach despawned läuft. Im stillen Gedanken an den gefallenen Hüter. Er hat es Selbstmord begangen. Versehentlich. Bin mir sicher, dass wir die Herbst verlieren. Komm hierher und labern nur Scheiße. Und finden auch eine Scheiße. Egal, neue Rüstungsteile. Finden und einsetzen. 71, 92, das kann ich dann schon mal wegschmeißen. Mit 92 ist viel besser als 71. Und Waffen. Warte, der hat 88, der hat 70 und braucht ein höheres Level. Weg damit! So, wie viel Licht haben wir jetzt? Habe ich gar nicht nachgeguckt. 61. Wir machen uns. Auf zum Orbit, zum Lebenden, nicht zum toten Orbit. Ja, ich muss noch irgendwie überdenken. Ich bin immer noch am Überlegen, welcher Fraktion wir uns anschließen. Alle drei haben gute Vorsätze. Der tote Orbit will sich auf bevorstehende Kriege vorbereiten. Die Kriegskult der Zukunft, die wollen. Ja. Wir hängen mit dem Level hinterher. Wir müssen unbedingt Nebenquests machen, um zu leveln. Oder sogar Quests zu wiederholen. Vielleicht nochmal die mit dem Torlord. Die war schön. Ach, überall Level höhere Gegner. Oh Mann, ich dachte jetzt auf ein paar motivierende Worte meines Geistes. Man kann halt nicht alles bekommen. Wir sind wieder im Riff.
Mach mal das Fenster auf, Kipp. Es lebt noch. Und hat noch seine Kugel. Rückzug ist keine Schande, Hüter. Abgesehen von der Feigheit und dem Versagen ist es eine sehr gute Taktik. Wieso Rückzug? Wurde kein Torlord erlegt, Bruder? Und ob er das wurde? Geist? Wir müssen den Schwarzen Garten finden. Sie wissen nicht mal, wo er ist. Wir sagen es ihnen. Such bei dem Torlord nach dem, was ihnen Eintritt gewährt. Warum? Wenn ihr ihren sicheren Tod wollt, bringt sie doch einfach um. Wer die Motive anderer zu kennen glaubt, zeigt oft nur seine eigenen. Mein Motiv ist Loyalität. Zu einem Volk. Einer Königin und Schwester. Dann bitte. Nimm, was erforderlich ist. Tod. Wie schade. Ich fürchte, die Reise war umsonst. Vielleicht. Aber ich halte sie für geschickt. Wir helfen. Aus Sympathie für ihren Reisenden. Mars. 84 Nord, 32 Ost. Meridianbucht. Ich habe Wohlwollen bewiesen, Hüter. Falls die Erwachten je einen Verbündeten brauchen sollten, erwarte ich Unterstützung. Du stehst tief in unserer Schuld, Hüter. Schon verstanden. Eure Hoheit? Viel Glück! Vor allem im Sperrgebiet. Ich vertraue dem Typen nicht. Ich musste kurz mein Mikro ausschalten. Hier gab es gerade eine kleine Riesendiskussion, wo wieder aus einer Fliege. Nee, warte, das ist nicht mal mehr Sprichwörter kann ich, weil man hier bei dieser Familie einfach so nichts kommt. Aus einer Mücke ein Elefant gemacht wurde. Oder in diesem Fall ein Wal. An Land. Die Greenpeace wurden vorher ausgerottet. So ein Motto war das gerade. Hat man wahrscheinlich noch mitbekommen, wie ich angemalt worden bin, das Fenster zu schließen. Weil hier drin viel zu viel Luft ist, muss ja alles raus. Schöne lange Ladebildschirme. Wer labert da, Alter? Was haben wir dort? Achso, das ist die Mission. Dieses Logo finde ich langweilig. Das Vorhut-Logo ist natürlich leichter, die Center-Bets. Komm her. Komm leise. Hallo, Außenseiter. Was bist du, Zeule? Und wieso stehst du in einem Hüter? Warte, ich stelle mich auch noch mit rein. So. Jetzt passt es. Er hat mich aufgefressen. Ich hoffe, es geht um etwas. Achso, hier gibt es auch ja ein Kryptal. Das ist sehr hässlich. Nun ja, nicht, dass die Folge noch 2 Stunden geht, hier sprechen.
Und der Kai ist online. Wir werden also bald viel Scheiße erleben. Hüter. Du und ich werden zusammen ein paar Wölfe jagen. Sieh dich etwas um. Du wirst hier interessante Verbündete finden. Haus der Wölfe, das Upgrade habe ich noch nicht. Keine Verschnaufpause, bis wir Skolas gefunden haben. Ja, der ist schon tot. Gut, wir müssen zum Mars. Und ich hoffe, der Kai nervt mich. Was mache ich? Ich muss hin. Das ist erst der zweite Tag, wo ich es wieder habe. Mault mich nicht an, dass ich die Steuerung immer noch nicht kann. Das ist wie wenn man sich ein gebrauchtes Spiel kauft. Man hat viel davon gehört, kennt aber die Steuerung nicht. Mars, Meridianbruch. Ja, Bruch, die ich sprechen gut kann. Yay. 15, schwer. Komm, ich guck jetzt mal nach Bonusmissionen. Hab ich die schon gemacht? Oh, verdammt, sie macht einen Servitor namens Vicus Primus. Das war wahrscheinlich mit dem Panzer da. PlayStation Plus erforderlich. Man braucht mittlerweile für alles PS Plus. Was ist hier? Hier ist das Haus der Welt. Gibt's hier irgendwas? Warte. Es tut mir leid um die Ladebildschirme. Es tut mir echt leid. Aber wenn ich das machen kann, kann ich vielleicht noch ein bisschen leveln. Wenn nicht, mache ich diese Sonderevents auf dem Mond. Da stürzen manchmal Panzer ab, da muss man manchmal so eine Kapsel beschützen. Da passiert alles Mögliche. Das ist gut, falls man Level braucht. Oder als Level 40 Charakter einfach nur noch Langeweile hat. Das sieht geil aus. Der Hintergrund mit den Wolken und alles. Und von was für Schleifen ziehen sich an den Enden unserer Flügel? Wir sind mitten im Weltall, da ist nichts, was irgendwie einen Luftstreifen hinterherziehen könnte. Wahrscheinlich ist es von den Wolken so. Und das war's mit dem Ladebildschirm. Tschüss. Bye, have a great time. Wir probieren es mal aus, aber ich kann wetten, dass wir dazu die Erweiterung Haus der Wölfe brauchen. Das ist wirklich nur das Grundspiel. Destiny, wenn du es, wenn dir die CD kaufst und nichts dazu nimmst. Du und ich werden zusammen ein paar Wölfe jagen. Sieh dich etwas um. Du wirst hier interessante Verbündete finden. Wir alle wollen das Gleiche. Dem Haus der Wölfe ein Ende bereiten. Ja, wenn ich weiß, was das ist, guckt es euch selbst. Yep. Jetzt muss ich ja mit jedem Einzelnen sprechen. Ach ja. Ein Hüter. Du sprichst mit Marix. Von Hausurteil. Ja, denke ich mal, Koppan. Ich werde dir helfen, ja? Und du wirst Petra gute Dinge. Ich werde dir helfen, die Wölfe aufzutreiben. Und du wirst Petra gute Dinge erzählen. Du bist gruselig, Alter. Gute Jagd, guter Diebstahl. Ich will nichts klauen. Ich habe viel über dich von Meister Rahul gehört. Ich freue mich darauf, mit dir Geschäfte zu machen. Ich hoffe, dass ich dich nicht zu sehr enttäusche. Was hat der da an der Stirn für ein Tattoo, also, Alter? Also ab mit dir. Außenseiter? Zu dem da unten muss man, glaube ich, nur ein, zwei Mal in der gesamten Story. Ich habe noch nie das Licht scheinen sehen, so wie es um dich herum scheint. Oh, danke. Wahrscheinlich gar nicht. Oh, nun erkenne ich, warum Osiris an dir interessiert ist. Wenn es an der Zeit ist. Vielleicht kann ich Level ich ja schon und raff's nicht. Ja. Willkommen im Riff. Boing.
Boing, boing, boing. Schön, boing. Dich hier zu... Bereit für ein Abenteuer, Hüter? Der Zorn der Königin ist an deiner Seite. Die Jagd ist eröffnet. Auf Wiedersehen, Hüter. Ist hier noch irgendwas? Nee, ich sehe jetzt nichts. Da ist jemand gestorben. Wir müssen jetzt hier hinstehen und ihn auslachen. Naja. Aber ich kann wetten, dass das mit dem Haus der Wölfe erst mit der Erweiterung Haus der Wölfe funktioniert. Aber ich könnte wirklich auf den Mond gehen und ein bisschen leveln oder so. Ja, wollen wir heute mal leveln? Ja, nee. Level 14. Willst du mich verarschen? Die werden ja immer schwerer. Ich könnte den auch auf schwer machen. wir fliegen auf den Mond. Heute gibt es leider nur Level. Das Weltengrab. Patrouille. Wir müssen nur das Level voll kriegen. Aber da war jetzt kurz mal so eine Mission, die ich gerne mal machen würde. Einfach nur ein paar scheiß Botengänge. Dieses Mal müssen wir leider abweichen und können keine Mission machen. Wir müssen leveln. Die Mission kommt dann in der nächsten Folge. Also hier das Ziel Level 13. So. Ich guck mal, dass ich irgendwie auf einen Panzer oder sowas stoße. Level 12 zur Hälfte. Hast du dir jemals gewünscht, wir hätten die Schar nicht aufgeweckt? Aber denk an all den Spaß, den wir mit ihnen hatten. Komm, den fahren wir über den Haufen. Bums! Ja, ich bin danach. So. Der Impulsgewehr. Also das Spiel ist eine Weile auf einem Verbrechen. Hey, aber. Komm schon. Hier gibt es viel zu holen. Besiegt den Feind und die neue Monarchie erledigt den Rest. Missionsparameter verschlüsselt. Feinde eliminieren. Das wird lustig. Shut up. 9% pro Feind. Zwölf Feinde werden es dann. So. Da hinten ist noch einer. Boom. Boom, boom, boom. Solchen Waffen immer nachladen. Jede Nanosekunde Freiheit. Ja. Verschnaufpause. Pause. 91, okay, das passt so. Also einer hat nicht ganz so viel Prozent gebracht. Einer noch.
Komm, komm. Diesen Snipe-Gewehr wäre das Ganze viel einfacher. Gut gemacht. Ich gebe dem Vollstrecker Bescheid. Gut, wie viel EP habe ich jetzt bekommen? Scout-Gewehr? Der Typ gefällt mir. Liebes Gewehr. Danke. Patrouillen verfügbar. Was ist das? Hüter, es ist ein mächtiger Feind in der Nähe. Greift ihn an, bevor er euch angreift. Oger eliminieren. Ich sehe kein Oger. Nee. Schreck, wo bist du? Die haben sich teilweise sogar richtig Mühe gegeben mit dem Bogen. So geht das, du Anfänger. Gut, wo ist dieser Oger? Das ist meiner. Kommt der bald mal? Da hinten ist er. Oh, diese Hexen, die nerven einfach nur noch mit ihren dämlichen Geräuschen. Lasse das Massensuizid beginnen. So. Komm her, da. Finish. Gute Arbeit, ich gebe Ikora Bescheid. Also, das war mal der schnellste Kampf, den ich je hatte. Aber komm, wir rennen mal hier weiter. Wir gucken uns hier mal um. Wann kriegt man schon mal diese Gelegenheit? Wollen wir es doch schon Level 8 gegeben? Das heißt, wir müssen keine großen Probleme haben. Naja. Mir wird Ausweg markiert. Okay. Aber ich gucke mich hier mal um. Mal gucken, wo wir landen. Wie gesagt, wann ist man hier mal? Wahrscheinlich ist seine Mission diese Tür einfach offen. So kann ich hier seitlich so durchgucken. Kleiner Spielbug. Ich entdecke euch alle. Ja, ja, da hinten ist er bald. LOL!
Nicht schon wieder hier, oder? Ja, gucken uns nur mal um. Der Mond ist einfach ideal zum Level. Au, vergiss es. Das nervt, das machen die Hexen bei Minecraft. Die vergiften einen einfach nur. Fahrzeug Nummer 2. Au! Nur nicht den Kopf verlieren, ne? Das hier muss man haben. Alter, ist der weit durch die Gegend geflogen. Nocker! Nocker dir ein. Wie gesagt, ich bin nur auf Sightseeing so. Alter, selbst hier sind die übertrieben viel. Nein, leibeigener Sünder. Aber Level 7 ist kein großes Problem für mich hier. Warum so viel Spezialmoni? Der Wegpunkt führt hier hin. Weißt du, wo wir sind? Jo. Eine Sightseeing-Tour. Einfach mal vollkommen vertroffen. Die sind ja eigentlich nicht stark, aber sie merken durch ihre enorme Masse. Alter, willst du mich verarschen? Alter, wie viele wollen hier noch kommen? Und hier irgendwie an der heroischen Bonus-Mission. Alter, die übertreiben hier voll. Hier einfach alles voll ist. Gut, wir gehen da lang. So. Also wir gucken uns hier nochmal um. Wir sind auf Sightseeing-Tour. Wie es aussieht hier, wenn wir Level 13 sind. Was ist das? Kaputt geht's nicht. Alter, wie das hier aussieht. Heftigst. Willst du mich verarschen? Wieso geht hier eine Tür auf? Hochladen nicht möglich.
schon alles in der Aufnahme sehen muss. Gut, ist alles voll. So viel Money nicht mehr sehen. Auf jeden Fall langweilig wird's nicht. Auf jeden Fall geht's bergauf, das heißt schon mal was Gutes. So viel Schuss hätte ich dann noch nicht vorgemacht. Es ist großer Schuss mal gefahren, ja. So, mitten rein! Och nee, nicht so. Au! Alter, wie viele das. Au, komm schon. Das hätte keiner überlebt. Die waren jetzt zahlenmäßig so in der Übermacht. Wo bist du? Die waren jetzt so in der Übermacht von der Zahl her. Tut mir leid, muss so sein. Von wieso lädt er eine Rakete nach? Dass der die Rakete reinsteckt, sowas ergibt schon Sinn, aber der ladet ja auch oben, der zieht nach wie bei einem Schrotgewehr. Yep, hier geht's wieder raus. Wir sind. Naja. Nee, sind wir nicht. Weg. Nein, ich krach's jetzt aus. Weg. Tut mir leid, aber das. Haha. Von Krota. Ja, aber der ist auch gleich mit der Bibliothek und allem verbunden. Das ist alles eins, wie man jetzt gerade bei meiner Wanderschaft erlebt hat. Ich hätte ja auch schon an einer anderen Stelle raus, dann wäre ich wahrscheinlich beim Krater rausgekommen. Da gibt es auch noch mal einen Eingang. Dort haben wir den Geist befreit, den einen Toten. Da hinten ist immer was los. Wieso ist hier ein unsichtbarer Jäger? Hallo, ich sehe dich trotzdem. Das ist er wieder sichtbar. Warum ist es kein Jäger? Das ist ein Warlock. Wieso war ein Warlock unsichtbar? Naja, ich gehe nicht mehr drauf. Ey. Nein, bin dabei. Das. Das ist der Warlock, der ist abgekackt. Läuft. So, wir haben kurz mal zwei Ogern. Eine Rakete in ihn geschossen. Und sind einmal sogar komplett ausgerastet. Warte, warte. Captain Blue! Ach, die sieht man nicht mehr. Na, warte. Warte kurz, ich komm vorbei. Mit meinem Level 40 ist das langweilig. Da tue ich diese Servitoren one-hitten. Wo bist du, Captain?
Schon mal aufhören, das nervt. Das heißt nicht, du bist. Vorsicht! Gut, wo ist das denn? Man könnte meinen, man wird von der Armada verfolgt, dabei waren es drei. Warte, es könnte ein Problem sein. Gut, Geist, mach das. Also, wenn du meinst. Ja. Einfach hier drin bleiben. Dann passt es. Ich glaube, er hat der Grün. Unser Ziel ist es, jetzt zu überleben, dass. Dass das Ding hier teleportiert wird. Über Unterstützung da hinten würde ich mich freuen. Achso, der unterstützt. Guten Tag. Galatin, aber fest. Diese Folge hat wahrscheinlich Überlänge. Komm her. Ach, mega schön. Eine Frau. Das ist leicht entfernt. Also wir müssen die volle Zeit lang hier bleiben. Dann ist noch einer. Nein, ah, ich hab das nicht damit von vorne. Au! Jetzt hoffe ich aber auch zu sein, dass er. Drei Hüter jetzt schon! Nicht aufgeben! Hatte ich nicht vor! Immun! Natürlich! Das ist wieder der deutsche Nachteil. Immun geht der Gegner. Aber wir sind gleich fertig hier. Wir haben es fast geschafft. Sehr gute Arbeit. Ja. Hab's geschafft. Von kriegt man voll viel dafür. Event abgeschlossen. Verteidige den Kriegsverteidiger. Oh, drei Sterne. Jetzt ist mal wieder die Stärke einer Masse gezeigt. Wir waren nur zu dritt. Jo, wir haben Level 13 erreicht. Das heißt, das war's mit dieser Folge. Ja, die Upgrades, die machen wir dann im nächsten Level. Bis dann. Heute war es eben genügend mit Aufnahme, also, Mann. Wieso sag ich sowas? Egal. Ciao, euer Skylight.